Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Donnerstag, dem 22. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 903 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Porsche Taycan, Swisscom, Tesla und Acer. Ich beginne gleich mit dem Porsche, denn eigentlich tollsten Porsche, den es gibt, nämlich dem elektrischen Porsche, dem Taycan. Ist ein einfaches, schlichtes, aber mit ganz vielen Knöpfen versehenes und powervolles Gerät, mit dem man richtig schön durch die Gegend cruisen kann. Da hat Apple ja schon länger Möglichkeiten und Kooperationen in die Richtung mit Porsche angebandelt und auch umgesetzt. Jetzt geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Apple, oder besser gesagt Porsche, bietet das Apple Podcast-Verzeichnis jetzt und die App und alles, was dazugehört, im Porsche Taycan an. Somit könnt ihr, ich hoffe, ich spreche den überhaupt richtig aus, die ganzen Podcasts direkt über CarPlay auf dem Gerät wiedergeben. Interessanterweise bekommt ihr auch, wenn es dann um Musik geht, was natürlich auch von Apple Music herkommt, am Mitfahrdisplay die Liedtexte euch anzeigen lassen. Klingt spannend, klingt interessant. Ob ich mir genau deshalb einen Porsche kaufen werde? Ja, wenn ich das Geld hätte, wahrscheinlich. Ansonsten, ja, ist es halt eine teure Geschichte für Podcast-Wiedergaben. Aber eine schöne und eben halt E-Mobilität. Weiter geht's mit Neuigkeiten aus dem Hause Swisscom, der größte Schweizer Mobilfunkprovider. Testet sich aus, was Telekommunikation im Zug, also in der Bahn, zu tun hat. Und da haben sie ja schon länger versprochen, dass sie da ein bisschen was tun möchten, dass das Netz im Zug besser ist. Jetzt hat man nicht nur alle paar Kilometer oder so und so viele Meter eine Antenne hingestellt, sondern man hat jetzt testweise zumindest auf einer Strecke von 4 Kilometer mehrere Antennen ganz nah ans Zug oder an die Gleise gemacht, so dass es einen Tunnelkorridor quasi gibt, wo man dann eben, oder einen Antennenkorridor gibt, wo die Abstände zwischen den einzelnen Funkanlagen deutlich knapper ist und somit auch mehr Daten durchgejagt werden können. Zusätzlich will man darauf schauen, dass man in Zukunft nicht mehr Scheiben mit solchen Folien drin hat, die man eigentlich eingebaut hat, damit die einwirkende Sonneneinstrahlung den Zug nicht so stark aufhitzt. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass dann auch Daten und Telekommunikationsdaten nicht so gut durchdringen können. Neue Messungen haben ergeben, dass man auf der Strecke auf eine Bandbreite von 1,2 GB pro Sekunde kommt. Im 5G-Bereich ist das Ping, also der Bereich dazwischen deutlich gesenkt worden, ist viermal kürzer als im 4G-Bereich. Das heißt, es braucht nur noch 8 Millisekunden, was natürlich schon toll ist und da auch schöne Performance für die Zukunft bringen lässt oder davon träumen lässt zumindest, wenn das Ganze dann ausgebaut ist, über die ganze Schweiz verteilt. Weiter gibt's wieder mal Neuigkeiten von Elon Musk im Bereich von Tesla, der Full Self Driving Beta, die soll bald schon losgehen. Es soll also bald schon soweit sein, dass man irgendwo sein kann und mit der App, der Watch, wie auch immer, kommunizieren kann, dass der Tesla doch zu einem zu kommen hat und er es dann auch tut. Er warnt aber auch, dass das Ganze noch ein bisschen dauern wird und am Anfang sehr, sehr langsam sein wird. Wir dürfen gespannt sein, wenn es dann wirklich soweit ist. Und ja, bis Europa, da ist das Ganze dann doch schwieriger und das werden wir dann nicht so schnell sehen. Gehe ich mal stark davon aus. Gestern Nachmittag war ein Acer-Event und da haben sie beim Next at Acer Keynote einiges an neuen Produkten gezeigt. Monitore, Gaming-Geschichten wie die Predator, die neue Gaming-Plattform, die sie gemacht haben, die wird jetzt simultan übersetzt etc. Es gibt generell sonst neue Hardware, auch auf dem Bereich Konzept. Das ist die Reihe, die mich extrem interessiert. Eine mobile und auch eine Desktop-Reihe,
die speziell für Kreative, für Leute, die viel Power brauchen, Architekten etc., die sonst immer Gaming-Hardware gekauft haben, die setzen auf Concept D und da gibt es einen neuen Concept D Desktop-Rechner sowie ein Concept D 7 Pro mobiler Rechner, der es aber in sich hat. Ja. Und das war es auch schon mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag, ihr habt einen erfolgreichen Tag vor allem und wenn ihr mögt, hört ihr morgen wieder zu, wenn es heißt, willkommen zu einer neuen Folge Geek Talk Daily. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.